Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man sich eine Tiefbohranlage anguckt, dann staunt man immer und sagt, boah, ist die groß. Und die Frage ist, warum ist die eigentlich so groß? So ein Bohrloch hat ja vielleicht einen Durchmesser von 30 cm, ist also im Durchmesser nicht größer als ein Lineal. Warum braucht man dafür so eine riesige Bohrmaschine? Na gut, das liegt daran, dass ein Bohrloch vielleicht im Durchmesser nicht so riesig ist, aber dafür ist ein Bohrloch viele Kilometer tief, unter Umständen 6, 10 oder sogar noch mehr Kilometer tief. Und deswegen ist ein Bohrer natürlich entsprechend schwer und kann mehrere hundert Tonnen wiegen. Und um diese mehreren hundert Tonnen sicher auf und ab zu bewegen, braucht man ein Flaschenzugsystem, was aus einem Seil besteht, was über viele Umlenkrollen geleitet wird. Und damit kann man auch solche schweren Lasten heben. Hier sehen wir so ein Flaschenzugsystem im Turm hängen. Und hier sehen wir das Hebewerk, was dafür verantwortlich ist, an dem Seil zu ziehen, damit sich die Lasten hoch oder abwärts bewegen. Wir haben hier in unserem Bohrturm auch so ein kleines Modell mit den Umlenkrollen. Und wenn ich das jetzt mal versuche zu bewegen, sehen wir schön, wie sich das Seil über die Umlenkrollen bewegt. Und das ist wiederum auch ein Problem, denn dieses Seil muss ja auch in der Lage sein, sehr schwere Lasten zu halten. Und es ist demnach im Durchmesser relativ groß. Ich habe hier so ein Stück Stahlseil. Und dieses Seil ist alles andere als flexibel, sondern es ist eher wie eine Stahlstange, die sich ungern verbiegen lässt. Und deswegen müssen auf einem Bohrturm alle Umlenkrollen, über die sich das Seil bewegt, so groß wie möglich gemacht werden, damit das Seil nicht beschädigt wird bei diesen vielen Wiegevorgängen, die dabei auftreten. Wer genau guckt, sieht hier am oberen Kronenblock einen Mann und auch hier unten am Kloben, am Haken, sieht man hier unten, wer genau hinguckt, ein paar Menschen. Und daran sieht man schon, mit welchen Größen wir da zu rechnen haben. Deswegen ist ein Bohrturm groß. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum der Bohrturm so hoch ist. Und zwar ist ja immer nach wenigen Tagen Bohrzeit spätestens der Bohrmeißel unten stumpf. Und dann muss das ganze Bohrgestänge ausgebaut werden, um den Bohrmeißel auszutauschen. Und um diesen Trip-Vorgang, so nennen wir das, so effektiv wie möglich zu gestalten, bauen wir immer Segmente aus mehreren Bohrstangen gleichzeitig aus. Und üblicherweise sind diese Gestängezüge 30 Meter lang, sodass man nur jedes dritte Gewinde immer end- und verschrauben muss. Und diese Gestängezüge stellt man im Bohrturm ab und die alleine sind schon 30 Meter hoch und daraus ergibt sich, dass der Bohrturm natürlich eine sehr beeindruckende Größe hat. Es gibt auch Hersteller von Bohranlagen, die versuchen, alternative Hebewerke anzubieten. Beispielsweise kann man das Hebewerk auch mit Hydraulikzylindern betreiben, die den Haken im Turm hoch und runter fahren. Oder man kann ein Zahnrad an einer Zahnstange hoch und runter fahren lassen. Und man kann auch die Gestängezüge, anstatt sie auf den Turm abzustellen, seitlich des Turmes ablegen auf einem separaten Gestängelager. Und man kann mit Roboterärmchen helfen, dass das Ganze so effektiv wie möglich läuft. Ob sich diese modernen Hebewerke im Laufe der Zeit durchsetzen werden gegenüber den Flaschenzügen, wird sich zeigen. Wir werden das auf jeden Fall in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik intensiv verfolgen. Also wer sich dafür interessiert, der kommt zu uns nach Freiberg. Glück auf!